Das Video könnte unter Umständen ein bisschen lustig werden. Wir nehmen das Ganze, wir haben zwar professionelles Equipment, aber wir nehmen das Ganze ein bisschen mit Humor, also... Genau, einfach ein bisschen locker. Falls ihr versteift seid oder keinen Humor versteht, bitte jetzt abschalten. Diese Warnung wird nicht mehr wiederholt. Willkommen hier zu einem weiteren Video, und zwar zu unserem Zweiteiler von dem Labboard von Nerdytech im Wert von 100 Euro. Hier haben wir Sachen drin im Wert von 50 Euro, und zwar so Gadgets und Anbaumöglichkeiten für das Labboard, die wir natürlich testen werden. Also insgesamt Teil 1 und Teil 2 hat 150 Euro gekostet. Hier haben wir die Anbausachen mit dabei, unter anderem, ich glaube, man kann es ganz gut sehen, was wir hier haben. Wir haben einen Mobile-Halter und einen Tablet-Halter. Wir schauen mal, was das Ganze bringt. Bis zu 10,1 bzw. von 7 Zoll auf 10,1 größenverstellbar. Und hier haben wir so einen Klammermechanismus, in dem wir quasi unser Smartphone festklammern können. Und wir nehmen das Ganze natürlich hier ganz genau unter die Lupe. So, als erstes fachmännisch die Verpackung öffnen. So, da haben wir die Handyhalterung. Das ist im Endeffekt nichts Spektakuläres. Wir haben hier eine Klemme, die ordentlich Druck drauf hat. Da braucht man schon beide Hände, um die zu öffnen. Hier haben wir so eine Art Kugelgelenk, was sich jetzt aber allerdings nicht bewegt. Und hier haben wir noch so einen Clip-Mechanismus, um das Smartphone einzuspannen. Das heißt, wir haben hier einmal die zwei, also die eine Anschlussmöglichkeit. Ja, das kommt auf das. Ob ich das so geil finde, mein Handy unter Druck einzuspannen? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Also ich meine, wenn ich 20 Mal dasselbe Handy habe, ist das nicht so wild, aber... Ne, Marco? Ja, ja, ist gut, ist gut. Auf jeden Fall, das lässt sich relativ leicht verbiegen, das ist schon mal gut. Und dann kann man sich das quasi so zurechtbiegen. Ja, man macht das dann quasi an sein Labboard hin. Ja. Und hier hat man dann sein Smartphone eingespannt. Das testen wir auch gleich am Labboard selber. Das ist auf jeden Fall mal hier die Handyhalterung. Sag mal, das ist doch von den, auch von den Nerdytech, oder? Genau. Warum mache ich dann nicht eine Steckverbindung direkt an das Labboard, dass man das nicht so festkrallen muss, gute sondern nur Frage, einfach eine Plastikabdeckung rausnimmt und er einsteckt. Das wäre doch viel, viel schlauer. Wir sprechen von diesem Board. Das ist ein sogenanntes Labboard. Ich glaube, wenn du Couchmaster sagst, wissen die Leute eher, was du meinst. Aber ja, aber das an sich, das hier ist ein Labboard. Ja, ja, und das ist halt der Name, Couchmaster. Ja, das kennt man halt, Couchmaster. Achso, weiß ich nicht. Ja, selten. So, das hier war die Smartphone-Halterung und hier kommen wir jetzt zur Tablet-Halterung. Die ist auf jeden Fall auch so klein und süß wie die Smartphone-Halterung. Ob das dann was taugt, wenn da ein 9,7 Zoll Tablet hängt, wage ich ja noch zu bezweifeln. Aber wir testen das aus. Also, wir haben hier, was hat das mit dem Tablet zu tun? Ein Kabel bzw. eine Audiolösung. So einmal hier ein USB 2.0. Dann haben wir dann einmal einen Kopfhöreranschluss und einmal Mikrofonanschluss, damit man dann auch quasi rein theoretisch sein Headset anschließen kann, damit man da dann auch noch Sound auf den Ohren hat, der jetzt nicht unbedingt über irgendwelche Lautsprecher läuft. Hat jetzt nichts mit der Tablet-Halterung zu tun, ist da aber drin. Finde ich schön. Auf jeden Fall ist das ja die Halterung an sich. Ach du Scheiße. Im Endeffekt genau gleich wie die Smartphone-Halterung. Wir haben hier wieder einmal dieses Stück. Was machst du da? Ich bin entsetzt. Es sieht schon ziemlich, naja. Ja, aber trotzdem. Wir haben hier ja ein Tablet. Einmal ein Smartphone, ein Tablet. Ah, dann kann man das doch so weit ausziehen, alles klar. Aber passt es da? Nee, das passt nicht. Aber das sind 9.
Auf jeden Fall fixieren wir das Ganze hier einmal. Und ne, Moment, wir müssen es erst öffnen. Und dann können wir das hier nämlich wieder einmal gar nicht reinstecken. Ging das bei der Smartphone? Kann ich dir mal helfen? Oder kriegst du es geschissen? Ne, ich glaube, ich krieg's geschissen. So. Man muss sich nur trauen und über seinen Horizont hinausgehen. So, dann gibt es hier einmal noch einmal eine Lock-Taste. Die du versperrst in der Sicht, ja. Ah ja, okay. Ja. So sieht man es, ne? Jetzt ist es auf jeden Fall soweit fix. Ja, passt jetzt fürs Erste. Jetzt haben wir natürlich hier vergessen, die Abdeckung aufzumachen, aber zu Demonstrationszwecken reicht es. Wir wechseln auf jeden Fall nochmal um auf eine andere Perspektive. Also, man macht es hier einmal so fest. So, und jetzt stell dir mal vor, die hätten dran gedacht, hinten eine Aussparung reinzumachen, wo man es einfach reinstecken kann. Hätten sie machen können. Ja. So, jetzt haben wir eine Smartphone-Halterung und weil wir von IG Metal Rock sind, haben wir natürlich auch eine Tablet-Halterung, die wir auf die andere Seite platzieren. Boah, also der Clip-Mechanismus ist schon heavy. Da braucht man auf jeden Fall zwei Hände. So, man kann das Ganze dann hier wunderbar durch das Kugelgelenk einmal hier verschieben und verstellen. Dann hätte man hier auch einmal die Tastatur am Start. Hier einmal die Maus. Und dann sieht das schon ziemlich pervers aus. Das reimt sich sogar. Ja, man hat ja quasi letzten Endes noch einen Kontrollmonitor durchs Tablet. Man kann hier noch ganz easy peasy seine Nachrichten checken. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine E-Mail bekommen. Cookie is my life. Folgt ihr jetzt auf Twitch. Das heißt, da kann man auch noch bei WhatsApp Nachrichten beantworten oder derartiges. Da hier nochmal ein Kontrollmonitor, um den Chat mitzulesen oder derartiges. Und dann eben hier die ganz normale Funktion eines Labboards, wo man dann hier ganz easy und peasy entspannt quasi zocken kann auf Abstand. Man kann sich so schön zurücklehnen. Ich glaube, du bist der einzigste Mensch, der so zocken kann. Aber weiß ich nicht, ich probiere es mal aus. Aber das war die Intention. Und genau. Aber es sieht schon ganz cool aus. Jetzt wäre es nur geil gewesen, wenn es wirklich Leder oder zumindest Fake-Kunststoffleder. Das wäre geil gewesen, weil das ist nämlich Hartplastik. Also wir haben hier... Nee, das ist auch Hartplastik. Also für die Maus sehe ich es ja ein. Klar, da brauchst du Hartplastik. Aber zumindest der Rest hätte irgendwie ein bisschen wertiger, nicht einfach nur ein Slab Kunststoff. Ja, leider ist da nichts gummiert. Also für 100 Euro kann man da schon ein bisschen mehr erwarten, würde ich jetzt mal behaupten. Weil das Brett an sich, nochmal zusammengefasst, kostet 100 Euro. Wenn man da jetzt zwei Kissen dazu bestellt, um das wirklich auf dem Sofa zu betreiben, sind es 140 Euro. Also ganz schön teurer Spaß für ein bisschen Kunststoff. Das ist so. Und dann natürlich wollen wir noch nicht die Schrauben vorenthalten und den Schraubenzieher. Die letzten drei Schrauben, die wir nicht aufgekriegt haben. Also, weiß nicht. Da würde ich jetzt vielleicht, keine Ahnung, insgesamt für alles, was wir hier haben, 70 Euro zahlen. Maximal. Ja, angebracht. Vor allem die Kunststoffteile sind, klar, es sind große Kunststoffteile, aber was sind das? Vielleicht 4 Euro in der Produktion? Ja. Also auf jeden Fall haut mich das nicht vom Hocker. Kosten tut es, wie wir es jetzt hier sehen, mit der Handyhalterung, Tablethalterung, Labboard, 150 Euro. Langzeittest wird sich dann bewähren. Mal gucken, wie es läuft. Ja, auch so mit der Verkabelung und wie ich noch die drei anderen Schrauben aufkriege, ob ich die überhaupt aufkriege, wird spannend. Aber das war es auf jeden Fall mal hier von diesem Labboard-Video. An sich eine tolle Idee, eine tolle Sache. Wenn man halt noch zwei Sachen ein bisschen optimieren würde. Eben hier ein bisschen wertigeres Material, nicht so Hartplastik. Und dann eben auch bessere Schrauben und besseren Schraubenzieher, wenn man einen mitliefert. Ansonsten, glaub, eine ganz coole Sache. Okay. Genau, das war's von diesem Video. Vielleicht werden wir noch ein Langzeittestvideo machen, wo ich so ein bisschen erkläre, ob sich das wirklich lohnt. Ob man da dann auch 2-3 Stunden am Stück spielen kann oder ob einem da irgendwie was einschläft. Auch die Abrundung hier jetzt nicht so perfekt ist. Das wird sich aber alles zeigen, das kann man jetzt noch schlecht sagen. Wir bedanken uns fürs Zusehen, sagen mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.